Wir warten einen Löffel holen. Und mir ist gerade eingefallen, dass in der Küche wohl vorhin waren. Eine Schublade voller Besteck war und ich habe das glaube ich nicht rausgenommen. Das hatte ich jetzt mit dem Inventar jetzt drin. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Eine Gabel. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Also, das hilft mir aber nicht weiter. Wo sind die Löffel? Guck mal in den unteren Schubladen, du Mumu. Mist, ich fürchte. Komm, mit Messer willst du wohl gehen, oder nicht? Hallo. Mist, ich fürchte. Dunku. Was war da nochmal? Ich hab's vergessen. Boah. Alzheimer pur. Beam me up, Scotty. Beam me up, Scotty. Yeah. Los. Das ist der schnellste Weg, glaube ich. Oh oh. Hey, hier ist nicht erlaubt. Ich bin doch der Neue. Ich bin doch der... Immer dieselbe. Der Doc, du kommst bald noch. Du hast eine... Du bist nur... Oder... Ich habe ich... Alarm! Was gibt's? Na, was... Müsste ich... Es ist... Ist ja zu viel. So, und hier bleibst du, bis da... Mama! Ich habe ihn genug geärgert. Da kommt der nächste Ausgang. Tut mir leid. Und los geht's. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Nein! Ich fahre ganz alleine ohne Gesellschaft. Nur habe ich dann... Da kommt der nächste Ausgang. Ich wieder runter. Nehmen. Ha! Ne? Ach da. Herr Mantel sitzt jetzt da drinnen? Herr Mantel? Er hört mich nicht. Das ist ja Herr Mantel. Heute ist nicht Waschtag. Ich schalte mal in den Schleudergang. Er wollte einen besseren haben, wenn es Nummer 1 haben oder was ich lohne. Oh oh. Hey, ich bin schon. Ne, was gibt's? Ja. Na los. So, und ich bin auch gar nicht fresse. Wo war der aus? Da. Hey. Nein, nicht reden. Ja, nix reden, nein. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Danke. Ich hoffe doch.
Na, dann kann es ja losgehen. Ja, ich glaube, ich weiß, wer der ist. Mal jetzt hier zum Wäsche... Oh, das ist eine Birne. Zum Wäschelift, warten bis der nächste Ausgang kommt. Da kommt der nächste Ausgang. Und noch ein weiter. Da kommt der nächste Ausgang. Logische Türe. Die Treppe hinauf. Nochmal. Hier lang, dann nochmal die Treppe hoch. Aber ich weiß nicht, wie viele Stufen ich hoch. Treppen, ach, egal. Ne, noch ein weiter. Ne, noch ein weiter. Ne. Ah, Edna. Endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Oh, ich mache die Schocktherapie doch nicht. Zu spät. Okay, doch. Die Frisur. So sieht morgens auch aus. Na, das war ja was. Das war ja... Hallo Edna, was gibt's? Wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Ich schaue mich vielleicht... Kann mich da erwischen lassen. Oh. Hey! Ich bin schon... Nee. Alla! Hey! Hey! Ich hab den ganzen Tag Zeit. So, wie bist du? So, wie, es klappt nicht, wie? Zahl! Meiner Treu. Es ist Zahl. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Ja. Tja, wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte... Halt, halt, halt! Nicht so schnell. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Ich tippe auf... Oh. Moment, das... Tja. Tropf. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Pech. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Ich... So, komm. Zahl. Tatsächlich. Jetzt ich tipp. Ja, das heißt wohl... Die war schon was. Ich will es... So, Kopf. Tat, jetzt ich... Tja, das heißt wo noch ein Versuch. Ich ziehe tief.
Ist aber der Geheimparty noch ein Level. Nein, lebt nicht so auf. Da gewinnt man gegen diesen blöden König mal mit einer Orange haben. Da kommt der nächste Ausgang. Herrgott. Dazu steht man aber scheißen Level. Hallo, bist du noch da? Ich will mit dir reden. Na nee, hallo. Hallo. Hallo, Prinz. Ich muss weg. Nick Neues. Du alte Bache. Nee. Ich hab die Tür vergessen. Aber hier sind 100 pro keine Löffel, also. Und los geht's! Da kommt der nächste Ausgang. Gib mir jetzt all deine Löffel. Ach nun. Ich schneide die Kehle auf. Möchtest du mal das Messer halten, Harvey? Oh ja. Und jetzt lass uns Dr. Marcel suchen. Harvey, benimm dich. Gewalt löst keine Probleme. Feige. Wo ist man da lang? Ah, okay. Und schon mal ein anderes Ding ins Kirchen. Warte mal. Hallo Alu, alte Rinde. Oh, hallo. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. An was denke ich gerade? Hallo, kann ich da Marsch. What hallo die und Kutscher, der letzte von Bodenfrost. In der aus dem Dick. Du denkst an die Europäische Raumfahrtbehörde. Ja, fast, das ist nah genug dran. Kannst du mir die Anmeldung zur Therapie unterzeichnen? Ich könnte schon, aber es würde dir nichts bringen. Du brauchst die Unterschrift eines Psychologen. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Ich bin allergisch gegen Papierkram. Kannst du mir dieses Therapieformular unterzeichnen?
Ich bin vielleicht dein Babysitter, aber ich bin ganz sicher nicht dein Psychologe. Nur Dr. Marcel darf die Patienten zur Therapie anmelden. Ja, ich kann hier nichts öffnen, wo denn hier die kacken Löffel sein mag. Kann doch nicht sein, dass ja nirgendwo, aber auch nirgendwo Löffel sind. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausschalten. Es wäre schon gut, wenn der Doktor das unterschreiben würde. Aber er ist nicht da. Und ich bin ganz froh darüber. Pussy, Dings, uns fällt schon hier. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Ja, Marcel drauf. Sieh an, da ist Dr. Marcels Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Darauf hat schon wer unterschrieben. Meine eigene Unterschrift. Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Toll. Ich dachte, das ist abgestürzt. Hält du euch das Schab mal, dass ich auf Löwen schaue? Unterzeichnest du meine Anmeldung zur Therapie? Oh ja, Süße. Mit Brief und Siegel. Komm einfach rüber zu mir ans Fenster. Yep. Ich trau dir nicht. Vergiss einfach, dass ich dich gefragt habe. Ja, Löffel, das ist ein Löffel. Das ist ein Löffel. Nee. Ich will da oben hinkommen. Run away. Wo war denn meine Tür? Nein, da war ich nicht. Oh, wo war das denn nochmal? Ja, toll, ey, hier ist kein Löffel, kann ja nichts.
Komm! Lieber nicht. Nachher komme ich nicht und ich war lange genug eingelocht. Gib sie nicht. Oh, Tappi, bis dann. Krieg ich keine Hilfe von euch. Tschüss.